Zubereitung von Speisen ist, wie wir alle wissen, eine hohe Kunst. Das Kulinarium kommt heute aus der Parktherme Bad Radkersburg. Dort wird direkt am Pool Hirschrücken mit Kürbisschupfnudeln zubereitet. Das ist ein Gericht, das jetzt ideal in die Jagdsaison und zum goldenen Herbst passt. Sondern zum Kochen, wie sich's gehört. Die Tische biegen sich hier in der Parktherme in Bad Radkersburg. Der Herbst, das ist ja die Jahreszeit, wo man als Koch aus dem Vollen schöpfen kann. Wir machen heute Hirschrücken mit Kürbisschupfnudeln. Da sind aber Erdäpfel auch dabei. Wenn ich Schupfnudeln höre, denke ich immer nur an Erdäpfel. Absolut. Dann machen wir einen Rahmen Speckwirsing dazu und Rotkrautkroketten. Der Hirschrücken ist am Vorabend mariniert worden und wird auf beiden Seiten kurz angebraten. Dann kommt Butter dazu. Butter ist natürlich wichtig dabei, gell? Absolut. Jetzt einmal, dass ein bisschen die Temperatur stabilisiert wird und danach tun wir es arrosieren, natürlich, das Fleisch, gell? Wenn man das auf Deutsch sagt, arrosieren? Übergießen mit einem eigenen Saftel. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Und dann bitte die Alufolie drüber und dann lassen wir es ein bisschen rasten. Die habe ich schon vorbereitet. Ach, Wahnsinn. Wunderbar. Dankeschön. So, also. Und das rastet jetzt wie lang? Circa 15 Minuten. Und dann werden wir es nochmal arrosieren und dann werden wir es aufschneiden und anrichten. Alles klar. Dankeschön. Für die Schupfnudeln Mehl auf die Arbeitsfläche streuen, den Teig klein portionieren und dann die Schupfnudeln mit der Hand rollen. Wir müssen heute eine etwas größere Portion vorbereiten, denn die Gäste in den nahen Pools warten schon auf eine Kostprobe. Zunächst müssen die Schupfnudeln aber noch in der Pfanne kurz in heißem Öl geschupft werden. Den Hirschrücken aufschneiden und dann können die Teller mit der Kostprobe schon an die Gäste ausgeteilt werden. Für unsere Hauptspeise werden noch Rotkrautkroketten frittiert und anschließend zum Abtropfen auf eine Küchenrolle gelegt. Dann kann angerichtet werden. Zuerst der Rahmkohl mit Speck, dann der Hirschrücken, dazu etwas Püree und die aufgeschnittenen Rotkrautkroketten. Obendrauf kommen die Kürbisschupfnudeln, die zum Schluss mit eingedicktem Hollersaft überlöffelt werden. Was können wir denn zu unserem herrlichen Hirschrücken dazu trinken?